Der Bacopa Verlag für Komplementärmedizin, Philosophie und Geschichte hat seit der Jahrtausendwende seinen Sitz in Schiedlberg. In der Pfarrkirche wurde nun die neue Schiedlberger Chronik präsentiert. Mit einem musikalischen Rahmenprogramm und einer Diashow wird das 1080 Seiten umfassende Werk, die Schiedlberger Chronik, vorgestellt. Es hat schon lange die Idee gegeben nach einer Chronik in Schiedlberg. Und ja, 2013 war es dann soweit, dass sich eine Gruppe von Leuten gefunden hat, die gesagt haben, ja, wir arbeiten daran. Und das war eigentlich der Plan. 4,5 Jahre lang hat der Bacopa Verlag an diesem umfassenden Werk gearbeitet. Beinhaltet sehr, sehr viel. Natürlich, für die meisten Leute ist bekannt die Haus- und Hofchronik von anderen Dorf- und Heimatbüchern. Die umfasst 360 Seiten bei uns von ca. 440 Haushalten. Aber es sind dann lange Kapitel drinnen über die Geschichte der Feuerwehr in Schiedlberg, über die Schule, über den Kindergarten, die Gemeinde, die Bauernschaft. Das ist sehr, sehr umfangreich und insgesamt hat die Chronik 1080 Seiten und über 3300 Fotos. Auf 1080 Seiten wird umfassend informiert. Fotos wurden einerseits abgegeben von den Schiedlbergerinnen und Schiedlbergern. Da hat es mehrere Aufrufe dafür gegeben. Und dann haben wir selber sehr viel fotografiert und dann hat es einfach einige sehr engagierte Schiedlberger gegeben, die Fotos organisiert haben. Wobei die Schiedlberger Bevölkerung tatkräftig mitwirkte. Die Chronik haben wir bekommen beim Bacopa Verlag in Schiedlberg in Weidern, 42, oder in jeder gut sortierten Buchhandlung kann man es auch bestellen. Aber sonst in der Bacopa ab Montag. Den 9. Oktober gibt es. Das umfassende Werk ist ab sofort erhältlich.